Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Slime Ranger. Wie ihr gleich sehen werdet, hat sich was verändert hier in meiner Range. Ich habe nämlich nach der zweiten Aufnahme, was glaube ich, ja, habe ich noch 2 Stunden weitergespielt. Und dementsprechend sieht es so aus. Das hier ist jetzt aus Stein und nicht mehr aus Holz. Hier ist auch Stein, nicht mehr Holz. Hier ist auch ein bisschen Stein und weniger Holz. Hier ist ein anderer Torbogen. Ja, ich sollte mal die Zeit stoppen, gerade ein. Danke, dass sie mir das gesagt hat. Dann geht's los, ne? Ich muss ja die Zeit stoppen. Ich bin ja leider zeitbesessen und versuche mir die Videos so zu machen, dass ich eine gewisse Zeit habe. Und so wenig möglich zu cutten. Aber egal. Ich weiß nicht, ob das hier schon da war. Ich bin jetzt unsicher. Wir haben Katzen, wir haben sehr wenig Hühner. Dafür eine Menge. Okay, also die sollten ruhig mehr werden. Okay, hier sind noch ein paar kleine. Also wir haben die Katzis und die Gehege sind eigentlich auch soweit automatisch. Die haben alle ihre Musik, die haben ihre Spender, die haben ihre Sammler. Also schon sehr praktisch. Hier hinten sieht es genauso aus. Wir füttern erstmal ganz schnell. Nee, das ist heute zweitrangig. Ich glaube, ich habe zuletzt gefüllt. Haben wir hier irgendwas noch zu verkaufen? Ja, 20. Die nehmen wir mal schnell mit. Wir verkaufen, was wir haben. Okay, das sind ja mit meinen Lieblingen, auch wenn sie mir Aue machen. Okay, die müssen auch wieder Futter kriegen, das kommt als nächstes. Wir nehmen mal schnell alles mit, was wir finden an Dias. Entschuldigung, Eisenerz, AA. Und die Jungs sind die Besten, ihr habt ja im letzten Video gesehen. Die haben immer noch Futter, mein Gott. Da müsste ich mir noch ein paar holen. Weil die machen ja schön die Pink Blood. Was heißt das Wort Blood? Das müsste ich mal auf Deutsch übersetzen. Und die Phosphor-Blood. Ey, hat eben nicht geklappt, was soll das? So, und wie gesagt, hier diese automatischen Sammler sind klasse. Dann macht man hier Futter rein, die haben sogar noch. Ja, die haben hier auch Musik. Die Gehege sind eigentlich komplett fertig. Hier habe ich Wasser für meine Pistole, weil ich kann jetzt auch... Nein! Ich sollte auch umschalten, wenn ich mit Wasser schieße, ne? So. Okay, also hier habe ich einen Wassertank, weil ich habe Wasser. Ich kann Wasser werfen. Das soll die Slime ein bisschen beruhigen. Boah, war das gerade eine schnelle Bewegung. Also ich habe eigentlich alles, was geht, soweit getunt. Ich hatte auch alles fertig für die Waffe. Mal gucken. Ich habe auch ein Jetpack. Ja, ich habe, also wie ihr seht, ich habe erstmal alles. Na, Tankboost und so. Ich habe bis zu 50, also 50er Slot. Kann ich Sachen mitnehmen, ne? Genau. Okay, wie sieht's aus? Ach, ist mir eigentlich egal, einfach rein damit. Ja, mal ein bisschen Kohle machen, einfach rein damit. Also ich habe ja wirklich in 2 Stunden so ein bisschen was gebracht hier, ein bisschen was geschafft seit der letzten Aufnahme. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe auch ein neues Gebiet freigeschaltet, das ist hier, da gehen wir auch gleich hin. Aber erst bauen wir hinten nochmal 2 Gehege sicherheitshalber, falls wir in dem anderen Abschnitt neue Slimies finden. Ich habe auch das freigeschaltet, das hat 10.000 gekostet. Oder kann ich da noch weiter ausbauen? Das ist das Labor. Ich habe ein paar Ärzte hingebracht, aber ich bin noch nicht sicher, was ich hier machen kann. Weil das juckt. Nee, ich glaube nicht. Über Hafen kann ich das erweitern, das ganze Grundstück? Ich habe da noch gar nicht aufgepasst, weil hier könnte man auch noch eine Halle bauen. Aber hier kann man Gehege hinmachen. Also würde ich sagen, geht auch irgendwo lang. Wir machen hier nochmal ein Gehege und daneben. So, also, wir haben eigentlich genug Geld. Gehege, ja. Und hohe Wände, Musik, Fangnetz, Plotsammler, Futterautomat und... Nein, ich habe das nach dem drauf gemacht. Nein, scheiße. Das Gehege ist jetzt für nachtaktive Tiere. Das wollte ich gar nicht, ich habe falsch gedrückt, egal. Wir machen noch ein Gehege, Geld haben wir noch, müsste gehen. Okay, also Gehege, ja. Hohe Wände, Musikbox. Ah, Fangnetz, ich habe Sonnenschild ausgestattet, scheiße. Naja, vielleicht kriegen wir noch ein paar nacktaktive Tiere, mal sehen. Okay, jetzt haben wir 2 neue Gehege und haben noch 1000. Kann ich das irgendwie abbauen wieder? Was kriege ich, wenn ich das Gehege abbaue? 100. Verarschst du mich? Kann ich das hier wegmachen? Also, kann ich nicht. Okay, gut. Dann kommt ihr jetzt mal mit in das neue, in den neuen Abschnitt. Okay. Wir gucken uns mal im neuen Gebiet um. Und los geht's. Vielleicht finden wir dann noch andere Slimies. Vielleicht finden wir auch gar nichts hier, ich weiß es nicht. Ah, ein Teleporter.
ich aber noch nicht benutzen. Schade. Okay. Ah, hier kann ich auch ein Gehege bauen. Nice. Hühner, immer mitnehmen. Komm mal her, ich saug dich mal an. Komm höher, ja. Okay. Da sage ich, höre so viele Hühner. Also hier kann ich auch noch Gehege bauen. Wird also auch noch alles mir. Alter, wie viele Hühner gibt's hier denn? Da müsste ich eigentlich theoretisch einen Hühnerstall machen, ne? Aber jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich muss erst was machen. Ich dachte, wir können hier neue Schleimis finden. Auf jeden Fall, wenn wir hier lang gehen. Okay, wir gucken uns nochmal hier vorne rum und dann. Auf jeden Fall kann ich hier auch noch Gehege ansetzen. Sehr schön. Dann gibt es hier Teleporter. Das ist auch schön. Aber irgendwie. Ups. Das funktioniert nicht. Okay. Was ist das? Ach, hier kann ich Docks kaufen. Also das ist alles mein Gebiet. Ach du Scheiße. Hier kann ich mich noch viel, viel vergrößern. Das Spiel ist ja richtig cool. Das muss ich jetzt mal sagen. Das wusste ich nicht. Also hier sind Docks. Die kann ich freischalten und dann habe ich einen Hafen. Cool. Okay, dann würde ich sagen, wir können ja nur da lang. Dann gehen wir mal. Kann ich noch ein paar Hühner mitnehmen? Vielleicht muss ich auch. Alter, guck mal, die waren hier über geploppt, ey. Ich werde die auch erstmal. Oh, ich müsste hier separates Hühnergehege anlegen. Seid ihr dabei? Ja. Also von da kommen wir. Das ist also unser Gebiet. Aber ganz ehrlich, wenn hier so viele Hühner sind, müssen wir noch ein Gehege anlegen. Hühnerstall. Was kann ich fertig machen? Ich habe noch 1000. Höhere Wände. Ja. Ich würde sagen, erstmal das. Dann ploppen wir mal ein paar Hühner hier rein. Ruhig alle 18, egal. Wir können ja auch jetzt mal schnell noch Hühner fangen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich will noch ein paar Hühner farmen. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um. Vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Hoffe ich. Das sind die normalen blauen. Die haben wir schon. Hühner, okay. Essen, okay. Okay, die kennen wir alle schon. Die wollen wir nicht. Nicht böse gemeint. Ich hab gehofft, wir finden was Neues hier. Was ist das? Spielzeug. Ja komm, das nehmen wir natürlich mit. Wenn sie Dias kacken, das nehmen wir mit. Kann ich da wieder zurück? Ich weiß nicht. Okay, ich habe gedacht, wir finden hier irgendwas Cooles. Quadrat werden, wir machen mal ein Feld damit. Vielleicht brauche ich die irgendwann. Okay, sehe ich jetzt auch nichts Neues. Kann ich überhaupt dahin? Ja. Okay. Schade, ich dachte, es gibt neue. Okay, in den Abschnitt nicht, außer dass die mir gleich Aua machen. Hühner? Nein. Oh ja, das nehmen wir mit. Nein. Oh, was ist das denn? Phosphor-Schleimi. Kann ich noch ein paar mehr haben? Ich hätte noch gerne Phosphor-Schleim. Aber okay, wir haben auf jeden Fall ein neues Schleimi gefunden. Wir sehen uns. Oh nein. Gleich wieder. So, okay. Ja, hier geht's weiter. Wir machen jetzt noch eine Kleinigkeit. Wir werden jetzt hier hinten, Geld habe ich, nochmal zwei Felder anlegen. Erstmal ganz provisorisch. Das macht der automatisch. Garten, meine ich doch, einen Garten. Hier droppe ich einmal die Herd. Scheiße, das war falsch.
Ich habe zwei neue Früchte gefunden und ein neues Slimy. Ist das nochmal da drinne? Komisch sieht es eigentlich aus wie die großen, aber irgendwie ist das nicht lichtempfindlich. Und jetzt kann fliegen. Was für ein Glück, dass das Gehege fertig ist. Mal gucken, was es nachher ist. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ich muss das hier rein droppen, ne? Ja, jetzt müssen wir eigentlich hier... Yo, wir pflanzen. Dann machen wir hier noch ein Gehege. Wir werden es natürlich noch verbessern, aber dann müssen wir gleich noch... einen Garten. Weil ihr habt noch Erdbeeren gefunden. Isst du Erdbeeren? Was isst du eigentlich? Frucht. Was ist das denn? Wo ist der hin? Ist der geplatzt? Jetzt sag nicht, der war lichtempfindlich. Hä? War der lichtempfindlich? Sah aus wie so ein großer. Aber er hat draußen an der Sonne gespielt. Okay, macht nichts. Wir haben das passende Gehege. Beim nächsten Mal wissen wir mehr. Gut. Okay, wir haben leider auch nicht mehr gefunden als den einen und der ist jetzt weg. Ja, ich würde sagen, damit das Video nicht extrem lang wird. Mehr können wir jetzt auf die Schnelle auch nicht machen. Auf jeden Fall haben wir noch neue Möglichkeiten. Wir haben viele Hühner. Was wir jetzt noch machen können, ihr könnt ja mitkommen. Wir klauen einen Hahn hier. Und noch einen Hahn. Ich glaube zwei, oder Gockel besser gesagt. Weil zwei Gockel reichen hier, weil in dem anderen Gehege da hinten, wo ich die Hühner eingesperrt habe, habe ich keinen Gockel. Und ich weiß nicht, ob die sich dann vermehren. Deswegen zack, zack, los, paart euch, habt euch lieb. Deswegen, hier können wir noch so viel machen, so viel Pflanzen und alles, das ist so heftig. Schade eben, dass wir hier nicht viel machen können gerade, bei dem, was ich freigekauft habe. Finde ich auch ein bisschen schade. Weil da war nicht viel. Außer, dass es da zu den Docks ging. Ne, da geht es da lang. Würde ich sagen, wir beenden das Video für heute. Ist doch fertig. Wir beenden das Video für heute und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hiermit raus. Peace!